Willkommen. Willkommen zu, ich muss meine Stimme anscheinend erheben. Die letzten paar Wochen waren wir hier immer unter uns. Danke, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind. Man stellt natürlich irgendwie dann fest, dass die Klausur doch interessanter ist als die Vorlesung, wobei natürlich die Vorlesung für die Klausur sehr wichtig ist. Also Sie haben irgendwie letzten Freitag diese Sache hier erhalten. Ich habe ja eine böse, ich weiß nicht, wie die angekommen ist, war nicht böse gemeint. Ich habe eine E-Mail geschrieben, die gesagt hat, wenn Sie das alles hier verstanden haben, brauchen Sie heute nicht zu kommen. Okay, und die anderen kommen heute, um sich das anzusehen. Sie dürfen aber auch kommen, wenn Sie das alles verstanden haben. Also, numerische Ingenieurmethoden, so ähnlich sieht die Klausur aus. Ich mache an dem Deckblatt normalerweise nichts. Wir haben, also hier schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer rein. Das ist immer eine, das ist die erste schwierige Aufgabe. Häufig landet der Name und der Matrikelnummer nicht da, wo sie stehen sollen. Ja, das verlängert unsere Arbeit. Sitzplatznummer steht da noch, gibt es normalerweise nicht. Also, wir erlauben ein handgeschriebenes Blatt DIN A4. Ja, das kommt dann immer, darf ich das auf dem Tablet schreiben und dann ausdrucken. Also, ich erwarte, dass ihr es irgendwie einmal in Ihrem Leben halt noch ein Blatt Papier, etwas auf ein Blatt Papier schreiben können. Ja, das ist halt so die Regel. Der Hauptgrund für Regeln ist im Übrigen, dass sie für alle gleich sind. Ja, das ist nicht, dass ich irgendwas gegen Computer hätte, aber wir haben diese Regel so eingeführt, also wird sie auch so durchgehalten. Also zwei Seiten, Vorder- und Rückseite, keine Fotokopie, keine Computerausdrucke und wir rechnen auch nicht mit dem Taschenrechner. So, ich sage mal voraus, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ändere ich an der Struktur der Klausur nichts. Ja, deswegen können Sie sich ungefähr so vorstellen, dass es drei Aufgaben mit 5 Punkten gibt, drei Aufgaben mit 10 Punkten und drei Aufgaben mit 15 Punkten. Also, dass Sie sich zeitlich irgendwie einteilen können. Und insgesamt gibt es 90 Punkte und es gibt 90 Minuten. Ja, das kann man jetzt irgendwie miteinander korrelieren. Sie müssen irgendwie so schreiben, dass ich das lesen kann und oder meine Kollegen das lesen können, je nachdem, wer es dann korrigiert. Wenn man es nicht lesen kann, dann ist es nicht richtig, ja, auch wenn es richtig gemeint war. So, dann muss es nachvollziehbar sein im Sinne von Zwischenschritten. Das ist natürlich ein bisschen ein weiches Kriterium, das ist klar. Aber wir werden das entsprechend sinnvoll hoffentlich interpretieren. Also die Zwischenschritte müssen erkennbar sein, also es muss erkennbar sein, wo Sachen herkommen. Ansonsten ist es auch nicht richtig. Dann müssen in den Rechnungen müssen die in den Aufgabenstellungen eingeführten Variablenbezeichnungen verwendet werden, soweit denn welche eingeführt werden. Wenn keine eingeführt werden, dann dürfen Sie welche einführen und müssen die konsistent durchhalten. Ja, und auf die Verwendung von SI-Einheiten in den Rechnungen ist zu achten, soweit denn in den Aufgaben SI-Einheiten verwendet werden. Also wenn hier so eine komische Aufgabe kommt, ich hatte mal eine Aufgabe, vielleicht ist die Ihnen irgendwie mal untergekommen mit ägyptischen Ellen, Königsellen, ja, die können Sie dann natürlich irgendwie abkürzen, wie Sie wollen, weil das keine SI-Einheit ist und heute haben wir es mit Impuls zu tun. Das ist dann auch keine SI-Einheit, aber wenn ich SI-Einheiten verwende, dann müssen die auch hier entsprechend benutzt werden. So, eine Sache, die früher, als ich noch Modellierung gelesen habe, war das ein Running Gag, ja, wenn Sie Ihre Vorgänger von vor 10 Jahren fragen, Herr Geier erinnert immer daran, dass man die Klausur nicht in Rot schreiben soll. Und der Grund dafür war, dass ich jedes Mal mindestens eine Person hatte, die Klausur in Rot geschrieben hat. Das hat mich sehr verwundert,
Also es war immer eine andere Person, ja, irgendwann. Wobei es gibt, bei Modellierung war es leider so, dass es Leute gegeben hat, weil das es Leute gegeben hat, die tatsächlich 15 Mal geschrieben haben. Bitte. Genau, ja, also genau, das ist der Punkt. Also wenn Sie das Wichtige ist, dass das linke und das rechte von dem Gleichheitszeichen das gleiche ist. Ja? Also was grundsätzlich falsch ist und was leider hier praktiziert wird, auch von Kollegen von mir, ist, dass Sie irgendwas durchrechnen und dann am Schluss ist gleich und dann mit Einheit schreiben. Okay? Das ist in unserer Klausur, ich kümmere mich nicht darum, wie es in irgendwelcher anderen Klausur ist, in unserer Klausur ist das falsch. Okay? Also wenn Sie eine Rechnung, also wenn Sie irgendwas rechnen ohne Einheiten, ja, dann können Sie von mir aus hinten einen Antwortsatz schreiben und dann daraus wieder einen Schlussfolgerung ziehen, aber was links und rechts von einem Gleichheitszeichen steht, das muss gleich sein, ja, sonst ist es falsch. Kurze Frage. Ja. Also Sie dürfen blau, da steht blau oder schwarz. Okay, also mehr Farben nicht. Blau oder schwarz, genau. Ja? Ja, also es gibt, wir diskutieren gerne darüber, was ist, also er hat, ich meine, so ein bisschen, ich bin auch so ein kleines bisschen farbenblind, aber was ist jetzt die Haarfarbe Ihres, ist das jetzt Magenta, ist das Rot oder Pink? Pink offensichtlich. Okay, also wie gesagt, ich bin sowieso farbenblind, ja, und okay, aber das, also dass Klausuren in Rot geschrieben werden, das habe ich dann doch noch erkannt. Gut, also, jetzt geht es relativ, okay, also es geht mit diesen Kurzaufgaben quasi los, die machen hoffentlich erstmal keine so großen Probleme, die hinten sind dann etwas schwieriger. Okay, Aufgabe 1 wäre jetzt die Approximation eines Integrals mit der Simpson-Regel. So, die Simpson-Regel ist diejenige, die drei Punkte verwendet, zwei am Rand des Intervalls und eins in der Mitte des Intervalls. Ja, zu unterscheiden im Übrigen ist jetzt die Simpson-Regel von der summierten Simpson-Regel. Also ich könnte zum Beispiel auch eine Aufgabe stellen mit der summierten Simpson-Regel. Ja, dann hieße das, dass Sie das Intervall nochmal unterteilen, jeweils die Simpson-Regel anwenden und diese Ergebnisse dann aufsummieren würden. Ja, aber das ist im Moment ist es einfach nur die Simpson-Regel. Und die Simpson-Regel braucht halt eine Auswertung am unteren Teil des Intervalls, also f an der Stelle 0. Ja, also wenn die Funktion, die ich hier... Die ist jetzt zum Beispiel nicht bezeichnet. Also das hier ist jetzt f von x. So, f an der Stelle 0 ausgewertet. Das heißt hier 0 eingesetzt, das gibt 1. Dann der Mitte des Intervalls ist 1. Das heißt f an der Stelle 1 ausgewertet ist offensichtlich 1,5. Und dann an der oberen Grenze des Intervalls, das ist 2. Das ist dann ein Drittel, ne? Ja. Gut, so, und das wird jetzt aufsummiert, also das gibt jetzt hier unser approximatives Integral von 0 bis 1. Das ist jetzt nach der Formel, also die Intervalllänge ist 2, dann wird das mit 1 Sechstel multipliziert und f von 0 plus 4 f von 1 plus f von 2 und das ist dann halt ein Drittel 1 plus 2 plus ein Drittel und das ist dann 10 Neuntel. Ja. Ja, was habe ich was anderes gesagt? Von 0 bis 2, ja, stimmt. Danke. Oh, steht hier auch falsch. Das Intervall ist von 0 bis 2. Ups.
Okay, also. Ich versuche es so ein bisschen so zu machen, dass die Aufgaben nach Schwierigkeit sortiert sind. So, die zweite. Die zweite enthält eine Übertragungsaufgabe, nämlich hier sind zwei Funktionen gegeben und es ist nach dem Schnittpunkt gefragt und das soll mit dem Newton-Verfahren bestimmt werden und Sie sollen eine Iteration ausführen. So, wir haben natürlich nicht explizit durchgenommen, wie man einen Schnittpunkt von zwei Funktionen ausrechnet, aber Sie sind durchaus dazu in der Lage, sich zu überlegen, wie das geht, nämlich wie geht das? Eigentlich ist ja Ihre Klausur. Wie machen wir das? Schnittpunkt? Wir nehmen eine neue Funktion a von x plus und rechnen dann f von x minus b von x und dann eben Schnittpunkt. So, okay, also wir nehmen also genauso genau, also f von x minus g von x, ja? So, diese neue Funktion und von der suchen wir halt die Nullstelle. Das heißt also, das ist 1 durch x plus 1 minus x minus 2. So, und naja gut, das kann man dann jetzt irgendwie noch zusammenfassen als 1 minus x plus 2 mal x plus 1 geteilt durch x plus 1, um es irgendwie auf einen Nenner zu haben, Gesundheit. Und dann brauchen wir jetzt für die Newton-Methode brauchen wir dann die Ableitung d nach dx. Dann würde ich jetzt tatsächlich eher mal noch das da oben ableiten. Das ist einfach also der Nenner im Quadrat. So, wir haben 1 abgeleitet ist 0 und die untere Ableitung minus x plus 1 ist 1, mal 1 ist 1, also mal minus 1 ist 1. Und dann noch das minus 1 hinten abgeleitet ist minus 1. Und das wieder zusammengefasst ist minus x plus 1 im Quadrat minus 1, also das auf einen Nenner gebracht, x plus 1 im Quadrat. So, was man jetzt bei diesen gebrochenen Funktionen normalerweise sieht, ist, dass ein Teil des Nenners sich rauskürzt, ja, weil also das passiert einfach, weil ja der Nenner beim Ableiten quadriert wird und weil wir dann in dem Newton-Verfahren stürzen. Weil im Newton-Verfahren machen wir ja jetzt nichts anderes als xn plus 1 ist xn. So, und dann kommt jetzt minus die Funktion selbst. Minus die Funktion selbst, also die Funktion selbst ist das da. Also 1 minus x, so jetzt aufpassen, ja, da mache ich ja immer gerne diese Fehler selbst. Also xn, es geht jetzt um xn, plus 2 xn plus 1, Klammer zu, geteilt durch x plus 1 und das multipliziert mit dem gestürzten, mit der gestürzten Ableitung, also das heißt xn, danke, xn plus 1 im Quadrat durch minus xn plus 1 im Quadrat minus 1. So, also das, was man hier eigentlich immer beobachtet, ja, ist, wenn es um gebrochen rationale Funktionen geht, dass wir diesen Kerl hier mit diesem Kerl hier teilweise kürzen können. Ja, und das ist zu empfehlen, das erstmal hinzuschreiben und dann die Iteration anzufangen. Also erst ein bisschen vereinfachen und dann zu iterieren. Ist in dem Fall nicht so wahnsinnig notwendig, weil es jetzt nicht so kompliziert wird, aber also das mal jetzt, was übrig bleibt, ist xn plus 1 und das geteilt durch minus, habe ich das minus da gelassen, ja, xn plus 1
im Quadrat minus 1. So. Also unser Startwert war nach Aufgabe, das steht jetzt oben, darf mal kurz zurück, x0 ist 1. Ne? Also nach Aufgabe war das 1, also x0 ist 1. Also heißt das, wir brauchen nur eine Iteration, das heißt x1 ist jetzt das alles einsetzen, 1 einsetzen, 1 minus 1 plus 2, 1 plus 1, Klammer, 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 1 plus 1 geteilt durch minus, da fehlt das Minus, oder? Ja, minus 1 plus 1 im Quadrat minus 1. Lauter Einser. So, das gibt irgendwie 3 mal 2 ist 5, 5, 4, mal sehen, ist das gerade richtig, 3, jetzt habe ich einen Blödsinn geredet, 3 mal 2 ist 6, ja, gibt minus 5 mal 2, gibt, ja, gibt 10, ja, also minus 10 und unten minus, minus 10, minus 5. Also gibt das Ganze zusammen jetzt 2 minus, okay, also minus 1. Ja. Gut. Soweit diese Sache. So, die Aufgabe 3 ist auch eine Banalität, eigentlich noch banaler. Also bestimmen Sie die zweite Ableitung mit zweiter Ordnung Genauigkeit an der Stelle x gleich 1 für die Funktion f von x ist 1 durch x plus 1 unter Verwendung eines Stützstellenabstands von, 0, von Delta x 0,5. Okay, da steht jetzt drunter, also obwohl ich jetzt hier bösartigerweise 0,5 und nicht ein halb hingeschrieben habe, ja, steht hier, dass die Bruchrechnung empfohlen wird. Also das heißt, wir haben ja keinen Taschenrechner in der Klausur und manchmal ist es einfacher, tatsächlich die Sachen in Bruchrechnung zu rechnen, als sie als Kommazahlen zu rechnen, so dass sie sich dann zwischendrin verhaken können. Sie dürfen das natürlich trotzdem mal so machen, wie Sie wollen. Also, die Ableitung mit diesem Stützstellenabstand, zweite Ableitung. Bei der zweiten Ableitung brauchen wir 3 Stützstellen. Ja? Und der Abstand zwischen den Stützstellen ist dann 0,5. Haben sich Leute hinterher mal beschwert bei der Aufgabe oder bei Aufgaben dieser Art. Naja, Was ist jetzt genau der Stützstellenabstand? Also ist das der Abstand zwischen der ersten und der letzten Stützstelle oder der Abstand zwischen der ersten und der mittleren? Also ich interpretiere das auf jeden Fall so, der Abstand zwischen je zwei Stützstellen, das heißt also zwischen den äußeren und der einen inneren. Das heißt also, wenn die innere bei 1 ist, dann ist die äußere erst bei 0,5, also 0,5 niedriger. Das ist dann also 1 durch 1,5 plus 1 und das ist 2 Drittel. Und dann natürlich der Funktionswert an der Stelle selbst, das ist die mittlere Stützstelle. Das ist natürlich 1 durch 1 plus 1, also 1,5. Und dann 0,5 mehr, also das heißt bei, sagen wir, 3 halbe, um mal das mit den Bruchrechnungen ernst zu nehmen, wird dann eben zu 1 durch 3 halbe, plus 1 und das wird dann zu 5 Drittel. Also das gibt 5 halbe umgestürzt 2 Fünftel, ja, 5 Drittel. So, also das sind die Zahlen, die wir brauchen. Dann die Formel, die wir brauchen.
ist eben die hier für die Stelle x ist gleich 1 und die ist f von 1/2 minus 2f von 1 plus f von 3/2 und das Ganze jetzt durch den Stützstellenabstand im Quadrat. Ne? So, und das gibt uns dann, also 1/2 im Quadrat, das gibt uns dann 4 mal, was wir jetzt da stehen haben, 2/3 minus 1 mal 1/2, also minus 1 plus 2/5, ja, so, und das lässt sich vermutlich, deswegen habe ich gesagt, besser Bruchrechnung, also was sich jetzt halt empfiehlt, ist das irgendwie auf einen Nenner zu bringen und zu sagen, das ist jetzt halt, wir bringen das auf 15, dann haben wir vorne 5 mal 2, das ist irgendwie 10 und dann minus 15 und dann 3 mal 2 ist wahrscheinlich 6, ja, dann gibt das 16 minus 15 ist 1 und dann das Ganze mal 4 ist dann 4/15, oder? Ja. So, also, soweit die Banalitäten. Jetzt fangen wir mal an mit Dingen, die interessanter sind. Also, Aufgabe 4, jetzt 10 Punkte. Also es kommt garantiert irgendwas Rungen-Kutter-mäßiges dran. Das habe ich Ihnen ja versprochen. So, also wir kriegen, die Aufgaben sehen normalerweise so aus. Wir kriegen irgendeine Differentialgleichung. Wir kriegen irgendeine Tabelle, ja, von einer Rungen-Kutter-Methode. Und ich verspreche Ihnen nicht, dass es sich um eine Tabelle handelt, die Sie schon mal gesehen haben. Okay? Sondern es ist irgendeine Rungen-Kutter-Methode, die ist definiert durch diese Tabelle. So, und die Differentialgleichung haben Sie möglicherweise auch noch nie gesehen. Was haben wir denn heute? Ja? Also Flughöhe z von t einer die Flughöhe einer mit konstanter Schubkraft f starten Rakete lässt sich durch folgende Differentialgleichung beschreiben. Ah ja, genau. Also das ist die Raketengleichung. Ja? Leider habe ich ja keine Physik mehr, ansonsten würden Sie die mit mir auch durchnehmen. Kriegen Sie beim neuen Physikprof, haben Sie das gleichzeitig? Physik? Ja? Machen Sie da eine Raketengleichung? Nein. Nein, oh, schade. Was? Alles geht den Bach runter. Gerade wo Raketen heutzutage plötzlich wieder in Mode gekommen sind. Okay, also die Raketengleichung ist deswegen interessant, weil sich hier nicht die Kraft ändert, sondern die Masse ändert. Also Sie haben irgendeine Kraft F, das ist die Schubkraft, und dann haben Sie eine Gravitation, die wirkt auf eine Masse der Rakete. Die Masse ist zunächst mal M0, aber weil sie ja Treibstoff verbraucht, mit der Rate C verbraucht sie Treibstoff, das heißt also, das sind so und so viel Kilogramm, ja, pro Sekunde verbraucht sie. Er wird die Gewichtskraft kleiner und das Ganze ist dann die Beschleunigung mal die Masse. So, also so sieht diese Differentialgleichung aus und die wollen wir halt eben lösen. So, G die Erdbeschleunigung, M0 das Startgewicht, C die Rate, wenn der Treibstoff verbraucht wird, die Zeit T abnimmt. So, das soll jetzt mit dem Rungen-Kutter-Verfahren gelöst werden, das durch folgende Tabelle gegeben ist. Und wir sollen die Gleichung zunächst in das Verfahren, für das Verfahren notwendige Form bringen. Und dann, wie schreiben Sie dann das Verfahren zur Berechnung des folgenden Zeitschritts explizit aus, führen Sie dazu die notwendigen Zwischenvariablen ein. Also erste Aufgabe ist es, die Differentialgleichung in die richtige Form zu bringen. Das machen wir in zwei Schritten. Also erstens sämtliche Ableitungen, die werden über die Zeit, die Zeitableitungen werden über diese Punkte dargestellt, bringen wir auf
die linke Seite. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier f minus, Moment, nein, das mache ich gerade falsch. Also f geteilt durch m0 minus c mal t minus g. Okay? So sieht normalerweise die Differentialgleichung aus. Die ist jetzt immer noch nicht in der richtigen Form, weil für das Runge-Kutta-Verfahren brauchen wir Differentialgleichung erster Ordnung. Ja? So, also was machen wir, um daraus eine Differentialgleichung erster Ordnung zu machen? Wir führen eine Variable ein. Und wichtig ist, also Nomenklatur, was meint der Geier mit Hilfsvariablen? Also das ist jetzt nicht die Hilfsvariable, ja? Obwohl es eine Variable ist, die uns hilft, die Sache zu lösen, es ist aber keine Hilfsvariable. Hilfsvariablen sind die Dinge, die wir nachher k nennen. Okay? Aber Sie müssen trotzdem, also gefragt ist sozusagen beides, ja? Hinschreiben müssen Sie beides. Sonst können Sie es ja nicht lösen. Also wir haben das eingeführt und dann müssen wir feststellen, dass jetzt z-Punkt ist v. Ne? So, jetzt haben wir die Differentialgleichung in der Form, in der wir sie gerne hätten. Das heißt, also hier sehen wir das erste Mal Punkte. So, dann brauchen wir die Hilfsvariablen. Die werden jetzt nach dem Runge-Kutta-Verfahren bestimmt. Und dieses Runge-Kutta-Verfahren hat, das sehen wir hier unten, braucht pro Variable zwei Hilfsvariablen. Ja? Also wir haben hier ein K1 und wir haben K2, ja? weil wir, also das ist sozusagen, das hier ist unser K1 und das hier ist unser K2, das wir bestimmen müssen. Das heißt, wir fangen jetzt, und hier brauchen wir für beide, das heißt, wir brauchen ein K1, ja? Also da darf jetzt nirgendwo K1 stehen. K1 ist nicht eindeutig. Wir brauchen für z ein K1, wenn Sie finden, dass Kz schlecht sich anhört, dann sagen Sie K1z. Ja? Vielleicht sollten wir das im Sinne der deutschen Geschichte so machen und nennen es K1z. Das ist auch legal. So, also K1z. Was ist K1z? In K1z ist zunächst mal keine Verschiebung drin, das heißt also, das bezieht sich auf diese Sache hier, nämlich das hier ist ja f, das ist f von z, ja, von z, v und t, und das hier ist f, v von z, v und t, ja, und darin müssen wir jetzt das müssen wir jetzt substituieren mit der diskretisierten Form, und die diskretisierte Form ist jetzt eben hier nur Vn. Warum? Weil hier oben in dieser Zeile überall Nullen stehen. Ja? So, dann das gleiche, K, das habe ich so rumgeschrieben, 1V, bezieht sich jetzt auf diese Gleichung hier. Da muss jetzt stehen F durch M0 minus C, so, und jetzt kommt T. Also wie ersetzen wir hier T? In der Diskretisierung. Für Zeitschritt n. Sie wollen jetzt t durch t, also Sie dürfen t nie durch t substituieren, weil ansonsten kämen Sie ja in eine, also Sie dürfen das, was Sie substituieren, nie durch mit dem gleichen Namen belegen wie das, was ursprünglich war, sonst kommen Sie in eine endlose Regression. Also die diskretisierte Zeit heißt nicht mehr t, sondern wie heißt die diskretisierte Zeit? Wir machen ja Zeitschritte. Wie nennen wir normalerweise unsere Zeitschritte? Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Also wenn Sie jetzt,
Also würden Sie es jetzt hinschreiben oder würden Sie es nicht hinschreiben? Hinschreiben. Okay, also soll ich jetzt Delta T hinschreiben? So. Jetzt kombinieren Sie das mit dem, was Ihre Kollegin gerade gesagt hat. Delta T n, ja. Komischerweise, also von mir aus Delta T n meistens, also das tut, tatsächlich tut das einem Numeriker weh, Delta T n zu hören, aber es ist schon richtig, es ist normalerweise n Delta T, fragen Sie mich nicht warum. Also n mal Delta T, das ist die Zeit hier oben, wenn hier bei dem C0 eben ein 0 steht. Ne? Gut, so, das waren die ersten Hilfsvariablen. Jetzt brauchen wir die zweiten. Also K2Z. So, und das, jetzt gehe ich noch mal ein kleines bisschen hier zurück. Ja, genau. Jetzt waren wir so mit dem T beschäftigt, dass ich das G vergessen habe. K2Z. Entschuldigung, dass meine 2 genauso aussieht wie mein Z. Ja? Ich hoffe, wir können uns darauf einigen, was gemeint ist. So, also wir haben jetzt wieder Vn, aber wir gehen ja jetzt an dieser Stelle um 2/3 weiter. Was ist das? Das sind nicht 2/3, sondern das sind natürlich 2/3 Delta T, ja, 2/3 Delta T. So, und hier, also das ist sozusagen hier unser Euler-Schritt, 2/3 Delta T, die Änderung in V. So, die Änderung in V vom vorhergehenden Schritt, also das heißt, das bezieht sich ja auf K1, ja, und K1 ist jetzt K1, V, genau, also das ist wichtig, das ist K1V. So, und das andere, das sehe ich gerade, ist eigentlich ein blödes Beispiel, aber naja gut, manchmal kommt in der Klausur, also es kommt mal in der Klausur sowas dran und mal in der Klausur sowas dran, also eigentlich ist es hier einfacher, weil Sie hier gar nicht so viele Fehler machen können bei der Aufgabe, das K2V, also da haben wir jetzt nur M0 minus C. So, da kommt gar kein V oder gar kein Z drin vor in dieser Sache, sondern es kommt nur wieder T vor. Wie ersetzen wir jetzt T? Also T ersetzen wir mit dem, was wir in der Herleitung der Tabelle als C genannt haben. Das ist das, was in der Batscher-Tabelle auf der linken Seite steht. Ne? So, und da steht jetzt ebenfalls 2/3, also ist das hier. Also was ist das dann? Mal 2/3 Delta T n f. Mal, okay, also mal, so, 2/3 Delta T. Mal KV. Nee. Wir ersetzen T, ne? Okay, ich sehe die Aufgabe. Also, das ist so ein typisches, ja. Jetzt habe ich gerade gesagt, Sie können da gar nicht so viel falsch machen. Bei der Art von Aufgaben ist es meistens so, wenn das, also ich mache ja immer so Anti-Pattern-Matching-Aufgaben, ja. Die Sache ist jetzt die, weil da gar kein V und gar kein Z drin vorkommt und ich versucht habe, Sie darauf zu trimmen, die Dinge immer zu substituieren, dann beobachte ich es in der Prüfung dann häufig doch so, dass wenn ich mal eine Aufgabe mache, wo irgendwas nichts drin vorkommt, dass man dann vermisst, also dass man dann krampfhaft nach der Stelle sucht, wo man etwas machen müsste, was hier gar nicht gemacht wird. Ja? Also so zum Beispiel,
Ich kann ja auch eine Gleichung Ihnen geben, die sowieso erster Ordnung ist. Ja? Und ich stelle auch da fest, dass das zu verschiedenen Verwirrungen führt. Also weil ich immer vorher sage, Sie müssen das umwandeln in eine Gleichung erster Ordnung. Und wenn ich dann in der Klausur eine Gleichung erster Ordnung gebe, dann stelle ich fest, dass manche Leute Probleme damit haben, dass sie diese Differentialgleichung nicht mehr in eine Differentialgleichung erster Ordnung umwandeln können, weil sie es schon ist. Also bitte darauf achten. So, also in dieser Gleichung taucht kein V und kein Z auf. Ja? Also was wird hier eigentlich substituiert? Was wird hier substituiert? Also wir haben, jetzt gucken Sie mal da hin. Da gibt es ja Z, V und T. Also wir substituieren Z, V und T. Und in dem Fall substituieren wir T. So, womit substituieren wir T? Also wir sind schon ziemlich nah dran, was hier steht. Das ist bloß noch unvollständig. Also wir setzen doch hier einen Zeitpunkt an. Ja? Also wenn wir jetzt C mal 2 Drittel Delta T einsetzen, das wäre ja immer der gleiche Zeitpunkt. Also. Ja, das ist richtig. So, wir haben jetzt T0, also es ist fast richtig, aber also T0 gefällt mir noch nicht so ganz. Tn, so, genau, Tn gefällt mir schon besser und Tn haben wir irgendwie anders benannt. Delta Tn, also, das heißt, hier kommt noch ein Plus Delta Tn dazu. Das heißt schon wieder Delta Tn. Okay? Also wenn Sie mich ärgern wollen, ohne dass ich Ihnen Punkte abziehe, dann schreiben Sie Delta Tn hin. Ja, wenn Sie mir eine Freude machen wollen, dann schreiben Sie N Delta T hin. Ja, einfach nur, weil ich langsam alt werde. Ja? Okay, so, jetzt haben wir unsere Hilfsvariablen alle ausgerechnet und alles, was wir jetzt machen müssen, ist das unten in der B-Zeile einsetzen. Das heißt also, was wir jetzt noch brauchen, ist der nächste Zeitschritt Vn plus 1. Das ist jetzt übrigens eine Sache, die sollten Sie auf jeden Fall hinschreiben, selbst wenn Sie durch die Differentialgleichung verwirrt worden sind und so weiter und so fort, weil das Schöne daran ist, dass das immer gleich aussieht. Hier brauchen wir zu, nämlich nur diese B-Zeile. Ja? Also Vn plus 1 ist immer Vn plus, okay, dann kommt Delta T und dann kommen die Werte in der B-Zeile, was da eben ist, 1/4, das geht jetzt mit Kv1, also wir für V natürlich Kv1 und dann ist in der zweiten Spalte steht da 3/4 Kv. Okay, also wie ich vorhin sagte, man muss seine Variablenbezeichnungen einhalten, ja, also K2V und das Gleiche brauchen wir natürlich auch für Z. Zn plus 1 ist gleich Zn. Und das sieht ganz genauso aus. Delta T, 1/4 K1Z plus 3/4 K2Z. Okay. Ich bitte Sie inständig, dass Sie sich diese Dinge angucken. Ja, Ich habe tatsächlich ein kleines bisschen wenig Verständnis dafür, dass ich bei den Aufgaben immer so schlechte Ergebnisse sehe. Also das ist einfach nur rumsubstituieren. Das,
Das kann man sogar komplett richtig machen, ohne irgendwas davon zu verstehen. Ja? Also wahrscheinlich können Sie das ChatGPT geben und der baut Ihnen das so zusammen. Okay, der baut alles Mögliche zusammen. Ja, bitte. Ja, genau. Ich habe heute, also wenn ich irgendwie noch besoffener wirke als sonst, ich bin zwar früh ins Bett gegangen, aber mir ging es gestern nicht gut und ich habe nicht gut geschlafen. Vielleicht bin ich etwas neben der Kappe, aber ich habe tatsächlich überlegt, nicht hierher zu kommen, aber ich habe gedacht, heute kommen alle, deswegen muss ich heute auch kommen. Gut. So, die Übung für Fourier ist wahrscheinlich erst heute, ja, trotzdem. Wie sind wir? Dann haben wir die, okay, Hälfte. Stimmt. Ja, ich bin ein bisschen zu langsam, fällt mir gerade auf, wir reden zu viel. Also, die Fourier-Aufgabe, da bin ich manchmal ein bisschen kreativ, kann man unterschiedliche Aufgaben sich überlegen, wo ich Ihnen die Funktion zum Beispiel vorgebe, algebraisch vorgebe oder jetzt habe ich hier mal ein Bild gemalt. Und die Funktion, die wir hier halt sehen, die soll periodisch sein in der Periode 4 Sekunden. Oh, sehen Sie, da dürfen Sie mir, das ist T durch S, gleich ein Fehler in der Aufgabenstellung. Ja. So, also das ist die Periode T. So, das heißt, in dieser Periode hier müssen wir integrieren, was wir haben wollen, sind diese Koeffizienten und die dazugehörige Fourier-Reihe. Ja, bitte das zu Ende lesen, das ist auch eine Sache, die häufig vergessen wird. Dass Sie dann die Koeffizienten ausrechnen, aber nicht die Reihe angeben, dann fehlt halt was. So, also, jetzt brauchen wir erstmal den Koeffizienten C0. Also den Koeffizienten C0, den müssen wir immer unabhängig ausrechnen. Ja, das ist einfach das Integral, also mal sehen, es ist 2 mal 2 durch 2 durch t, ich schreibe jetzt gleich mal hin, dass es 4 ist, 2 durch t von 0, okay, lasse ich nochmal offen, das hier ist einfach 1, ja, das ist einfach 1, also das Integral von 0 über 1 bis t. So, und zwar integriere ich integriere ja die Funktion von Anfang bis Ende. Ich stelle aber fest, hier hinten ist sie 0 und vorne ist sie 1. Ja, das heißt, das Integral ist nur verschieden von 0. Also Sie können, wenn Sie wollen, können Sie hier das noch so machen. Also ganz genau wäre es eben so. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Und 0 mal d. Ja, also das wäre jetzt ganz richtig. Ja, also okay, das würde ich jetzt Ihnen glauben, dass Sie sagen, dass es implizit war. So, also das da hinten, das ist offensichtlich 0. Ne? Und das da vorne ist offensichtlich 1. Also wird das Ganze zu 1,5, ja. Also weil es ist eine Sekunde, genau, also dann wird es zu 1,5. So. Okay, also den ersten Koeffizient haben wir. Dann, dann das nächste Wichtige, also das werden Sie heute in der Übung nochmal irgendwie verklickert kriegen. Ja, Sie können sich die Funktion angucken, überprüfen, ob sie gerade oder ungerade ist und je nachdem, ob sie gerade oder ungerade ist, fallen die Kosinus- oder die Sinusterme weg. Ja, so. Und dann brauchen Sie die nicht auszurechnen. Ist diese Funktion gerade oder ungerade? Wer ist für gerade? Wer ist für ungerade?
Wer ist für unentschieden? Also wer ist, okay. Also nein, ich meine nicht unentschieden, sondern weder gerade noch ungerade. Ja, genau, weder gerade noch ungerade. Diese Funktion ist weder gerade noch ungerade. Also ich lese häufig in der Prüfung auch von irgendwelchen Funktionen, die definitiv nicht gerade oder ungerade sind. Diese Funktion ist gerade, also muss ich das nicht ausrechnen. Ja? Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Funktion gerade oder ungerade ist, können Sie es immer ausrechnen. Das ist immer legal. Also, die Funktion ist weder gerade noch ungerade, deswegen rechnen wir sie jetzt alle aus. Sie ist aber stückweise 0. Also sie ist stückweise 0 und deswegen ist es beim Ausrechnen der Cn, noch eine Sache, Sie sollten nach Möglichkeit die Cns zusammen ausrechnen. Ja? Also das heißt, Cn erstmal offen lassen, ja? Dann das Integral bilden und hinterher n einsetzen. Ja? Aber dabei keinen Fehler machen, also dabei können auch Fehler gemacht werden. Also das ist 2 durch, ich lasse jetzt hier mal t stehen. So, das Integral geht jetzt noch von 0 bis 1 Sekunde, weil es außerhalb diesem Bereich, also von 1 bis 4, ist es ja 0. Und das dann über Cosinus, also hier steht eigentlich eine 1, ja, die lasse ich jetzt im Nachgang weg. Cosinus 2pi mal n durch groß t, also Intervalllänge mal t und das integriert über t. So, das ist jetzt schön, weil hier brauchen wir gar keine partielle Integration zu machen, ja, weil hier einfach nur über den Cosinus integriert wird. Das heißt, das wird dann einfach zu das Integral von dem Cosinus. Wir müssen natürlich hier das 2pi n rausnehmen. Gibt dann Sinus 2pi durch t n mal t und das Ganze von 0 bis 1 Sekunde. Von 0 bis 1 Sekunde, ja, mit, also t ist 4 Sekunden, ne? T ist 4 Sekunden. So, das, also was man natürlich wissen muss, ja, also wenn das hier Pi ist, dass der Sinus so aussieht und das ist Pi und der Cosinus sieht so aus, ja? Also T und T. Also das hier nur zur Verdeutlichung, also davon gehe ich einfach aus, dass Sie das wissen, das können Sie, wenn Sie es nicht wissen, können Sie es auf Ihren Zettelchen draufmalen. Eben um zu wissen, was jetzt hier einzusetzen ist. Also was wir nämlich haben, wenn wir dieses Integral, also wenn wir hier entsprechend kürzen, ja, kriegen wir ja raus, 1 durch Pi mal n mal Sinus und die Dinge einsetzen, Sinus 2pi n, also wir setzen jetzt hier 1 Sekunde ein, ja, unten haben wir 4 Sekunden, deswegen kürzt sich auch die Sekunde weg, minus 0, also der Sinus, was habe ich denn hier gemalt? Moment. Okay, offensichtlich. Es beunruhigt mich, dass hier keiner geschrien hat. Bitte was? Ja, ja, genau. Nee, aber ich hab da Pi eingezeichnet, ne? Okay, es gibt manche
Wenn Sie irgendwie mal lachen wollen, dann können Sie in YouTube mein Video angucken, wo das ich nach meiner dritten Corona-Impfung gemacht habe und da versucht habe, irgendeinen Code zu implementieren. Ja. Das ist Drunken Professor. Deswegen, weil wenn wir für den Sinus an 0 einstellen, also T 0 einsetzen, dann kommt dann natürlich hier 0 raus. So, das müssen wir jetzt auswerten an eben den unterschiedlichen Stellen. Also wir haben ja ein C1, also wenn wir 1 einsetzen, dann kriegen wir natürlich 1 durch Pi. Und wir werten es dann aus an der Stelle Pi halbe, ne? Also das wäre dann diese Stelle da und deswegen wird das zu 1, also das mal 1, ja, kann man sich jetzt sparen. Und C2 setzen wir 2 ein, dann kriegen wir hier natürlich 1 durch 2 Pi, aber wir kriegen hier oben Sinus von 4 Pi durch 4, also Sinus von Pi und das ist 0 und deswegen gibt das Ganze 0. Ne? So, also das war jetzt der erste Fall und dann der Fall für die Sinusterme Sn, die sehen jetzt quasi, es geht auf die gleiche Art und Weise, 2t 0 bis 1 Sekunde Sinus 2 Pi n durch t mal t dt ist gleich 2, also das Ganze integrieren, gibt dann minus Cosinus t, also minus Cosinus t durch 2 Pi n durch die Integration Cosinus von 2 Pi durch t mal nt, ja genau, und das eingesetzt von 0 bis 1 Sekunde. Jetzt ist zu beachten, dass an der 0, bei der 0 ist der Cosinus ja 1, deswegen sieht, was jetzt hier rauskommt, so aus, 1 durch Pi n, ja, minus Cosinus nPi halbe plus 1. Und ich weise nochmal darauf hin, dass bei dem nPi, also bei dem nPi müssen Sie sich wirklich überlegen, ob das Ihnen sozusagen verschwindet. Ja, also weil ich häufig sehe, dass das dann schon rausgekürzt ist, bevor man sich überlegt hat, ja, ob das sozusagen für alle n verschwindet. Also Sie sehen, das verschwindet für ein bestimmtes n, zum Beispiel für n gleich 1, ja, aber das heißt noch nicht notwendigerweise, dass es für alle n verschwindet. Ja, bitte. Da oben vor dem Sinus müsste die eckige Klammer sein. Hier. 1 durch Pi mal n, also so. Oder da müsste ja die eckige Klammer sein. So? Ja, also das. Ja, okay, das ist jetzt. Das war eine Frage, wo kommt die eckige Klammer hin, aber logischerweise eigentlich kann sie ja nur da. Ja, genau. Also da, ja, also diese Klammer war nicht eckig, weil, okay, Sie haben recht, die Klammer war nicht eckig gezeichnet. Ja. Genau, ja, danke schön. Also die eckige Klammer geht hier auf und da hinten zu. So, also jetzt hier einsetzen, n gleich 1 einsetzen, ist dann Pi halbe, bei Pi halbe ist das Ganze 0, ja, deswegen bleibt nur der hintere Teil übrig und Sie kriegen 1 durch Pi, S2, 2 einsetzen, dann kriegen Sie 2 Pi durch 2, also Cosinus von Pi, das ist dann eben nicht mehr 0, sondern das ist Pi mal 2. Pi mal 2, so, und dann haben Sie einmal
minus minus 1, also 1 plus 1, also auch wieder 2 und dann kriegen Sie 1 durch Pi, also nochmal 1 durch Pi, ist ja irgendwie langweilig, alles ist 1 durch Pi. So, was Sie jetzt letzten Endes noch brauchen, ist die Fourier-Reihe, die ja ist C0 durch 2 plus C1 mal Cosinus Pi halbe mal T plus S1 Sinus Pi halbe klein t. Also hier habe ich schon das Groß T eingesetzt, plus C2 mal Cosinus Pi T plus C plus S2 Sinus Pi mal T. Und so, jetzt komme ich hier unten in die Bredouille. Das ist ein Viertel plus, also C0 war ein Halb, ne? Plus jetzt kommen hier diese Koeffizienten, 1 durch Pi. Das kann ich eigentlich, in dem Fall kann ich das vorklammern, weil sie alle 1 durch Pi haben. Jetzt bin ich mal ein bisschen faul hier, nicht mehr viel Platz zum Schreiben habe. Plus, das war dann einmal der Sinus Pi halbe T plus Sinus Pi T und der Cosinus auf dieser Ebene war 0, hatte den Vorfaktor 0. Also das da bitte auch noch hinschreiben. Gut, die beliebten Fourier-Reihen. Bei den Fourier-Reihen gebe ich immer ein bisschen mehr Platz fürs. Könnte sein, dass das in Schreibarbeit ausartet. Okay, darf ich umblättern? Also, eine Aufgabe im Bereich Diskretisierung, ähnlich wie die Balkenaufgabe. Also die unten angegebene Diffusionsgleichung für die Konzentration C soll mit einem finiten Differenzenverfahren zweiter Ordnung für die diskreten Werte C0 bis C6 an äquidistanten Stützstellen diskretisiert werden. Geben Sie dazu das zu lösende Gleichungssystem an. Das Gleichungssystem muss nicht gelöst werden. So, also wir haben eine Differentialgleichung, die sieht so aus. Und wir haben eine räumliche Verteilung. Wir haben außerdem Randbedingungen zu berücksichtigen. Also wenn wir diese Differentialgleichung zweiter Ordnung diskretisieren wollen, dann müssen wir dafür die zweite Ableitung einsetzen. Das ist jetzt in dem Fall ein kleines bisschen die Wiederholung von Aufgabe 3, ja, weil da haben wir sowas schon mal gemacht. Ja, also das ist jetzt D. 0 ist gleich dc, so jetzt kommen hier also d von n minus, oder n minus 1, sagen wir mal so, cn plus cn plus 1. Und das Ganze muss jetzt durch die Länge eines Elements geteilt werden, also ein Element, oder wir haben hier 7 Punkte, das heißt, wir haben 6 Intervalle. Ja? Also das L wird in 6 Intervalle unterteilt. Also das heißt L Sechstel und das Ganze im Quadrat. So, das ist die finite Differenz zweiter Ordnung. Jetzt ist es so, dass wir für das Gleichungssystem müssen wir unsere Randbedingungen einpflegen. Also die Randbedingungen wären hier und hier. Ja, das heißt, hier müssen wir jetzt feststellen, dass es ein 0 mal d, schöneres d, also c0 minus, Moment, keiner hat sich beschwert. Sie denken alle mit, aber sie reden nicht mit mir. Das ist genauso wie früher, wenn ich hier nicht in den Bildschirm reingeredet habe. Wir kommen ja extra hier zusammen, damit Sie mit mir reden, oder?
Okay, also 2, ja. Also mal sehen. Differenzenverfahren zweiter Ordnung. Okay. Wenn Sie mir eine finite Differenz zweiter Ordnung geben, die nicht zentral ist, ja, was durchaus möglich ist, ja, dann könnte das in der Klausureinsicht zu Diskussionen führen. Aber wenn Sie mir dann beweisen, dass es zweiter Ordnung ist, dass es durchaus möglich ist, dann kriegen Sie darauf die Punkte. Aber möglicherweise müssen Sie in der Klausurhinsicht dann darüber reden. Also, an der Nullstelle, am linken Rand, ja, da haben wir jetzt C1 plus C2 durch L durch 6 im Quadrat. So, weil das eine Dirichlet-Randbedingung ist, ist dieses C0 kein Teil der Lösung. Oder kein Teil der Lösung, also es muss auf die andere Seite gebracht werden. Das heißt, das bringen wir dL Sechstel im Quadrat C0 ist minus 2C1 plus C2 durch L Sechstel im Quadrat. Irgendwie wissen, C0 haben wir als 1 deklariert. Und so etwas Ähnliches machen wir jetzt für C6. Das schreibe ich jetzt nur die Lösung hin. C6 ist der andere Rand. C6 ist der andere Rand und der ist dann die Gleichung C4 plus Blödsinn aufgeschrieben. C4 minus 2C5 L Sechstel im Quadrat und hier ist dieses C6 ist in dem Fall oben 0. Genau. So, mal sehen, ob ich noch den Platz habe. Was wir jetzt eigentlich sehen wollen, also wir wollen das Gleichungssystem haben. Das Gleichungssystem sieht so aus. Wir haben für die erste Gleichung ein minus 1. Dann haben wir, also wir haben insgesamt 5 Variablen, weil wir haben sieben Punkte, von denen 2 Randpunkte sind. Also müssen wir nach 5 Punkten auflösen. Und jetzt haben wir in der ersten Zeile, das hier ist sozusagen unsere erste Zeile und das hier ist unsere letzte Zeile. In der letzten Zeile steht hier eine 0 auf der linken Seite und in der rechten, in der ersten Zeile steht hier offensichtlich eine minus 1. Genau genommen brauchen wir hier noch ein dL Sechstel im Quadrat. Das ist allerdings so, dass das auf der anderen Seite auch steht. Deswegen, wenn man es auf beiden Seiten weglässt, ist es auch richtig. So, und jetzt kommt eben die Matrix. Die Matrix, und die Matrix sieht so aus, minus 2, 1, 5, 0, dann 1, minus 2, 1, so sehen die in der Mitte aus, 0, 1, minus 2, 1, 0, 0, 0, 1, minus 2, 1 und 0, 0, 0, 1, minus 2 und das multipliziert mit dem Vektor C1, C2, C3, C4, C5. So, das war alles, was hier gefragt war. So, jetzt stelle ich fest, ich habe viel zu viel geredet, weil jetzt kommen die interessanten Aufgaben und da muss ich jetzt leider etwas schneller drüber hinweg. Ja? Ja. Haben wir 6? 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5, ne? Ja, aber Ah ja, genau, okay. Ja. Also wenn wir, das habe ich vorhin ganz kurz gesagt, wenn wir 6 Stützstellen haben,
dann haben wir, wenn wir 7 Stützstellen haben, dann haben wir 6 Intervalle zwischen den Stützstellen. Das ist das sogenannte Pfostenproblem. Wem sagt der Begriff Pfostenproblem nichts? Okay, es gibt, also allen anderen sagt Ihnen Pfostenproblem etwas. Also wir haben jetzt hier, wenn Sie diese Sitzbank angucken zum Beispiel, ja, dann haben die diese metallischen Pfosten. Ja. Also wenn Sie kurz zurückdrehen, dann sind es hier, hier bei mir nicht sehen, aber wir haben hier Pfosten zwischen den Sitzen und Sie haben, wenn Sie die zählen, einen Pfosten mehr, als die Sitze dazwischen haben. Ja? So, und die Pfosten sind diese Werte und diese Intervalle sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, was hier unten steht, ist der Abstand. Ja, das ist ja Delta X, ist der Abstand zwischen zwei Punkten. Also es ist das, die Länge des Intervalls. Okay. Moment, wo bin ich jetzt? Ah ja, genau, nee. Okay, also diese Aufgabe ist noch verhältnismäßig langweilig. Ich halte mich da jetzt nicht so sehr mit auf, Gleichungssystem. Also ich werde immer gebeten, dass ich eine Fleißaufgabe mache. Ja, deswegen gibt es hier eine Fleißaufgabe. Die sollten Sie einfach nach Möglichkeit schnell runterrechnen und dabei keine Fehler machen. Ja, es ist irgendwie unentschuldbar, wenn Sie die nicht lösen. Ja, dann haben Sie halt... Okay, also Fleißaufgabe, Gleichungssystem, so sieht das Gleichungssystem aus, soll mit einem iterativen Lösungsverfahren gelöst werden. Das Lösungsverfahren gebe ich jetzt irgendwie vor. Das muss nicht das sein, das hier steht, das kann auch ein anderes sein. Ja, es ist hier definiert und das haben Sie jetzt eben entsprechend einfach anzuwenden. So, was wir da brauchen, ist eine Matrix. Also wir brauchen einen Wert x1 sollen wir ausrechnen und nachher noch x2. Und das ist zusammengesetzt aus einer Matrix D, einer Diagonalmatrix. Also das hier soll jetzt die Diagonalmatrix D-1 werden. Die hat diese Diagonalterme 1, dann offensichtlich 2, dann 1 und 1,5. Also das heißt, das sind die Diagonalterme der Matrix da oben invertiert und alle anderen Terme sind 0. So, ich hätte gerne, dass Sie diese Nullen auch hinschreiben. Ja? So, das... Schreiben Sie bitte die Nullen hin. Bei den Dingen muss ich mir dann überlegen, was ich Ihnen abziehe. Und vielleicht, also machen Sie es mir einfach, ja, dass ich Ihnen nichts abziehen muss. Das ist dann am einfachsten. So, dann gibt es hier den Vektor b. Der Vektor b ist irgendwie 1, 3, 4 und 2. Und hier gibt es jetzt die Summe aus dem unteren und der oberen Matrix. Ich bin jetzt so frei, weil das beides mit dem gleichen multipliziert wird, summiere ich die jetzt hier einfach zusammen und schreibe sie zusammen. Das heißt also, wir haben hier 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 Drittel, 2, 0, 0, 1 Viertel und 1, 1, 0, 0. 0, also jetzt geht hier der Startvektor rein, der ist 0, das soll auch eine 0 sein. Und immer darauf achten, dass ich meine eckigen Klammern zumache. So, und alles, was wir hier jetzt machen müssen, weil das da hinten 0 ist, ist jetzt nur hier den Vektor mit der Matrix zu multiplizieren und das ist eben 1, dann 6 und 4 und 1. Ne? So, das war der erste Fall und der zweite Fall ist eben wieder die gleiche Matrix. So, man sieht Fleißaufgabe.
Der gleiche Vektor, 1, 3, 4, 2, minus 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 Drittel, 2, 0, 0, 1 Viertel, 1, 1 halb, 0, 0. Und jetzt kommt aber die letzte Lösung hier hin, das ist 1, 6, 4 und 1. Gut, das muss jetzt... Sehen Sie, so verschreibt man sich. 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, halb. So, also der erste Vektor, der bleibt jetzt erstmal stehen. 1, 3, 4, 2, minus. So, dann multiplizieren wir den 1, da kommt dann 1 raus, die 1 Drittel mit 4 gibt, habe ich das hier eigentlich richtig gemacht? Gibt, ah, na ja, genau, das ist die letzte Zeile, also 1 Drittel. So, dann 2, 2 mal 1 plus 1 Viertel mal 1 gibt 9 Viertel, wenn ich das richtig gemacht habe. Und das letzte ist 1 plus 3, also 4. Und das ist dann eben 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 halb multipliziert mit dann 0, 0, 8, 8 Drittel, 7 Viertel und minus 2. Und daraus kommt 0. 16 Drittel, 7 Viertel und minus 1. Okay. Also, besser als uns jetzt noch, also schreiben Sie das Ergebnis ab, rechnen Sie es nach. Ich würde gerne noch zu den anderen beiden Aufgaben kommen. Also 0, 16 Drittel, 7 Viertel und minus 1. Gut. Jeweils zum 1. Januar wurden in der norddeutschen Tiefebene die in der Tabelle angegebenen Grundwasserstände bestimmt. Bestimmen Sie aus den Werten möglichst genau die jährliche Abnahme des Grundwassers in Einheiten Meter pro Jahr für Jahresmitte 2022. So, mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine Möglichkeit, die wahrscheinlich die einfachste ist, ist Lagrange-Polynome aufzunehmen, anzusetzen. Und zwar setzen wir hierfür unser Koordinatensystem in das Jahr 2022,5, also da in die Mitte. Das interpretiere ich als t ist gleich 0. Also Mitte, weil es ist ja gefragt zur Jahresmitte 2020 und da setzen wir unseren Nullpunkt hin. Ja? Wichtig ist, Zeit ist die unabhängige Variable, Wasserstände sind die abhängige Variable. Ja? Genau, das ist wichtig. So, dann stellen wir jetzt für das Jahr 2020, was ich hier jetzt L20 nenne, unser Lagrange-Polynom auf. Das besteht eben zu dem Zeitpunkt t, t plus, also das heißt erstmal für das Jahr 2021, t plus. So, das ist ja t minus der Zeitpunkt, also das hier ist t minus 1,5 Jahre, ja? Das hier ist t minus 0,5 Jahre, also es ist von dem Zeitpunkt, wo wir es wissen wollen, 0,5 Jahre in der Vergangenheit, ja? Und das hier ist t ist gleich minus 2,5 Jahre. Okay? So, das heißt, also wir
müssen jetzt minus 1,5 Jahre davon abziehen, das ist plus 1,5 Jahre, dann ist das der Zeitpunkt, zu dem wir der Zeitpunkt vom Jahr 20, das ist minus 2,5 Jahre, minus die 1,5 Jahre, also plus 1,5 Jahre. Das ist jetzt der erste Teil des Lagrange-Polynoms und der zweite Teil ist dann der von dem Jahr 2022, also t plus 0,5 Jahre geteilt durch minus 2,5 Jahre plus 0,5 Jahre. Und das für die anderen eben entsprechend auch. Also L21 ist dann, brauchen wir erst für das Jahr 20, also t plus 2,5 Jahre, das ist dann 1 minus 1,5 Jahre plus 2,5 Jahre mal t plus 0,5 Jahre geteilt durch minus 1,5 Jahre plus 0,5 Jahre. Mache ich das noch richtig? Sieht so aus. L22, Jahresanfang L22 ist dann t plus 2,5 Jahre geteilt durch minus 0,5 Jahre, das ist der gegenwärtige, plus. Minus 2,5 Jahre. Ne? So, plus minus 0,5 Jahre plus 2,5 Jahre mal t plus 1,5 Jahre teilt durch minus 0,5 Jahre plus 1,5 Jahre. Genau. So, also das sind die Lagrange-Polynome für diese entsprechenden Zeitpunkte. So, unser Lagrange, also das gesamte Polynom sieht dann eben so aus, also wir haben L20 von t mal die 5 Meter plus L21 von t mal die 5,2 Meter plus L22 von t mal die 5,5 Jahre. Meter, 5,5 Meter. Gut, was wir aber brauchen, ist ja die Steigung. Das heißt also, wir müssen ausrechnen d phi nach dt. D phi nach dt, und dazu müssen wir jetzt diese Lagrange-Polynome ableiten. Das heißt also, wir haben sämtliche Lagrange-Polynome müssen wir dazu nochmal ableiten. Also wir brauchen noch d nach dl20. So, was wir jetzt haben, weil das jetzt lineare, es sind nicht lineare, also wenn wir die Kettenregel anwenden, oder die Produktregel vielmehr, die Produktregel anwenden auf diese Produktterme, ja, dann sehen Sie ja immer, das ist, Sie kriegen immer die erste Ableitung davon, ist nur noch das, was im Nenner steht, mal dem anderen, und das addieren Sie zusammen. Deswegen können Sie das sozusagen abkürzen, indem, was wir hier haben, eben t plus 1,25 ist, ja, die Sache, durch die wir teilen, ist immer das Gleiche. Also das wäre der erste Fall. Durch das, was wir teilen, ist hier unten minus 1 und hier unten mal minus 2. Ja? Also minus 1 Jahr mal minus 2 Jahre. So, das wäre wenn wir sozusagen den zweiten Term habe ich jetzt zuerst sozusagen hingeschrieben, also t plus 0,5 Jahre ableiten mal t plus 1,5. Und dann das andere, t plus 1,5 ableiten mal t plus 0,5, gibt ja dann plus t plus 0,5 Jahre. Okay?
Sehen Sie die Struktur? Also das heißt, Sie können jetzt einfach hinschreiben, dt L2,1, ja, das ist einfach die Dinge hier zusammen, t plus 2,5 Jahre plus t plus 0,5 Jahre. Where am I? Ich habe an den Rand geschrieben, das ist irgendwie schlecht. So, und dann teilen wir das durch, mal sehen, das ist ein Jahr mal minus ein Jahr. Und dann das d nach dt, L22, ist gleich t plus 2,5 Jahre plus t plus 1,5 Jahre. So, das teilen wir durch zwei Jahre und mal ein Jahr. Genau. So, das sind eben entsprechend diese Ableitungen. Und die wollen wir jetzt einsetzen und auswerten bei t ist gleich 0. Ich habe hier einen kleinen Trick gemacht bei den Lagrange-Polynomen. Dürfen Sie es natürlich auch so handhaben, dass Sie einen anderen Ursprung wählen. Ja? Aber wenn ich den Ursprung an der Stelle wähle, wo ich sie auswerten will, kann ich mir das Einsetzen des Punktes sozusagen sparen, weil dann muss ich dafür nur 0 einsetzen. Okay? Deswegen habe ich das jetzt quasi so vereinfacht. Also wir haben 5 Meter mal, so, was kommt hier oben raus? Also wenn ich für t gleich 0 einsetze, dann kommt hier oben 2 raus, 2 bzw. 2 Jahre, geteilt durch 2 Jahre im Quadrat. Dann habe ich diese 5,2 Meter, L21 ist 3 Jahre geteilt durch minus 1 Jahr im Quadrat. Und dann habe ich die 5,5 Meter. Und die 5,5 Meter, da habe ich 4 Jahre. 4 Jahre durch 2 Jahre im Quadrat. So, das gibt uns dann eben 5 minus 15,6 plus 11 Meter pro Jahr und das ist dann 0,4 Meter pro Jahr. So, jetzt können wir, oh Gott, also so weit nimmt der, also das ist die, mal sehen, wie rum habe ich es jetzt gesagt? Bestimmen Sie aus den Werten möglichst genau die jährliche Abnahme des Grundwassers in Einheiten M durch A. Also okay, das ist die Abnahme, das Wasser nimmt um 0,4 Meter pro Jahr tatsächlich ab. Ja, so rum ist es richtig. Genau. So, jetzt habe ich so viel geschwätzt, dass wir gerade noch die Zeit haben, die letzte Aufgabe zu lesen. Also Sie können, also das ist eine Möglichkeit, die Aufgabe zu lösen. Sie können auch eine Taylor-Reihe aufstellen. Bei der Taylor-Reihe ist es wichtig, dass wenn Sie die Taylor-Reihe aufstellen, dass Sie sie am Entwicklungspunkt aufstellen, an dem Sie sie lösen wollen. Sonst funktioniert das nicht, weil in der Taylor-Reihe kommt ja dann die Ableitung genau an der Stelle raus, an der Stelle des Entwicklungspunktes raus. Deswegen ist es wichtig, bei der Taylor-Reihe den Entwicklungspunkt an dem Punkt zu wählen, an der sie ausgewertet werden soll. Bei der Lagrange-Interpolation, wenn Sie es so lösen, wie ich es hier gemacht habe, ist das nicht notwendig. Da können Sie es auch an einer anderen Stelle machen, da müssen Sie nur den richtigen Punkt einsetzen. Es empfiehlt sich trotzdem, das Koordinatensystem in den Punkt reinzulegen, in dem wir es auswerten wollen, weil dann können Sie einfach 0 einsetzen und das ist in der Regel das Einfachste, was es zum Einsetzen gibt. Gut, ansonsten kommen wir jetzt zur Inquisition.
Also, Galileo Galilei behauptet, dass die Fallgeschwindigkeit einer Kugel vom Material unabhängig ist. Ein Inquisitor widerspricht und befiehlt, dass eine Kugel aus Stein, eine aus Holz und eine aus Wolle vom Turm von Pisa fallen gelassen wird. Die Kugeln haben die gleiche Größe, aber die Holzkugel wiege so viel wie 3 Wollkugeln und die Steinkugel so viel wie 3 Holzkugeln. Die Fallzeit der Kugel wird durch Pulsschläge gemessen. Die Wollkugel kommt nach 7, die Holzkugel nach 4 und die Steinkugel nach 3 Pulsschlägen unten auf. Der Inquisitor will Galilei auf den Scheiterhaufen schicken. Galilei sagt, dass der Unterschied durch die Luftreibung zu erklären ist, die bei zunehmendem Gewicht immer unbedeutender wird. Man könne aus den 3 Messungen bereits errechnen, wie schnell eine unendlich schwere Kugel fallen würde. Der Kardinal verlangt, die Rechnung zu sehen, ist aber skeptisch, da das Ergebnis nicht überprüft werden kann. Zusätzlich zur Fallzeit für eine unendlich schwere Kugel verlangt er die Fallzeit für eine Kugel aus Blei, die 3-mal so schwer ist wie die Kugel aus Stein. Also, wir wollen jetzt wissen, die Fallzeit für die unendlich schwere Kugel und die Kugel aus Blei. Ich mache die Klausuren so, das ist wie bei einem Intelligenztest, wenn Sie das mal irgendwann gemacht haben. Und das ist, also, da müssen Sie wissen, Geier ist so, ja. Ich mache die Klausur so, dass Sie die 90 Minuten lang beschäftigt sind damit. Deswegen ist am Schluss eine Aufgabe, mit der man sich lange rumärgern kann. Ja, es soll niemanden während der Klausur langweilig werden, ja, dafür reichen bei mir auch schon etwas weniger Punkte als die Hälfte, um zu bestehen, in der Regel. Es sei denn, Sie sind alle so gut, dass dann, okay, das ist kein Versprechen, ja. Aber in der Regel ist das so, also Sie werden gegen Ihre Kollegen verglichen. So, also, was haben wir hier? Wir haben eine Kugel aus Stein, ja, deswegen haben wir jetzt gesehen, wir haben die 90 Minuten fast voll. Also wir haben eine Kugel aus Stein. Sagen wir, die Kugel aus Wolle habe die Masse M. Dann hat die aus Holz, warum ist das nicht gekommen? Dann hat die aus Holz 3M und die aus Stein hat 9M. So, das gefällt uns, denn wir beobachten, dass das hier eine exponentielle Progression ist, ja, also es verdreifacht sich immer die Masse von einem zum anderen. Dann haben wir Zeiten gemessen in Pulsschlägen, nämlich die Steinkugel braucht irgendwie 3 Pulsschläge nach unten, ich schreibe mal PS hin. Die Holzkugel braucht 4 Pulsschläge und die Wollkugel braucht 7 Pulsschläge. So, jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, auch diese Aufgabe kann man auf unterschiedliche Arten legal lösen. Man kann sie zum Beispiel mit Aitken lösen, das wäre sogar das Schnellste, aber ich habe sie jetzt in Richardson-Extrapolation aufgeschrieben, deswegen machen wir jetzt das mit Richardson-Extrapolation. Also wir wollen zunächst mal wissen, wie fällt eine unendlich schwere Kugel? Die unendlich schwere Kugel zu rechnen, das wäre die Richardson-Extrapolation davon zu machen. Dazu brauchen wir die Konvergenzordnung, also wir haben einen Progressionsfaktor, also Beta ist hier 1/3, ja, weil die Masse immer um 1/3 abnimmt, dann ist Q gleich minus den Logarithmus, diese unterschiedlichen Zeiten, ich schreibe 4 minus, also 7, die längste Zeit minus die in der Mitte, 4 minus 3, So, an der Stelle darf ich jetzt die Einheiten weglassen, wenn ich sie überall weglasse, ja, weil die würden sich ja rauskürzen. Also wenn Sie an der Stelle brauchen Sie jetzt keine Einheiten zu schreiben und das Ganze geteilt durch den Logarithmus von 1/3. So, das müssen wir jetzt ohne Taschenrechner lösen. Was bin ich ein böser Mensch? Also 7 minus 4 ist 3 und 4 minus 3 ist 1, das heißt also, wir haben hier den Logarithmus von 3 und minus der Logarithmus von 1/3 ist der Logarithmus von 3. Okay? Also, dann ist das hier 1. Ja? Wie gesagt, Sie kriegen keinen Taschenrechner. Ja? So, wir wissen jetzt, das Ganze ist 1, dann machen wir, dann was uns interessiert, ist die
Die unendlich schwere Kugel ist die Richardson-Extrapolation. Ist die Richardson-Extrapolation des Ganzen. Also dazu brauchen wir zwei von diesen Punkten. Sagen wir, ich nehme die vier Pulsschläge. 1/3 hoch minus 1 minus 7, also das ist Beta hoch minus 1. 7 Pulsschläge geteilt durch 1/3 hoch minus 1 minus 1. Das gibt dann 3, also 12 Pulsschläge minus 7 Pulsschläge geteilt durch 3 minus 3 minus 1 gibt dann eben 5 Pulsschläge durch 2. So, das dürfen Sie so stehen lassen. Wenn Sie wollen, können Sie 2,5 Pulsschläge hinschreiben. So, erster Teil. So, jetzt bei der Klausur selbst dürfen wir nicht überziehen, die muss rechtzeitig abgegeben werden, aber ich glaube, Sie interessieren sich trotzdem noch darum, was das andere Ergebnis ist, oder sollen wir abgeben? Also, Frage, eine Übertragungsaufgabe, also das war die unendlich schwere Kugel. Wie kommen wir jetzt an eine Kugel aus Blei? Die Kugel aus Blei ist 3-mal so schwer wie die Kugel aus Stahl. Das können wir auch aus der Richardson-Extrapolation rauslesen. Wir müssen sie bloß umkehren. Also, die Richardson-Extrapolation gibt uns ja das Ergebnis für eine unendlich schwere Kugel. Ja? Und wir können jetzt fragen, was käme raus, wenn wir als die schwerere Kugel Blei einsetzen würden in die Richardson-Extrapolation, ja, und das vergleichen mit der schwersten Kugel, die wir hier hatten. Die schwerste Kugel, die wir hier hatten, war Stein. Stein, und das hatte 3 Pulsschläge. Also das heißt, wenn sich das Ganze asymptotisch weiter so verhält, ja, wie wir es oben berechnet haben, dann käme hier bei der nächsten Richardson-Extrapolation wieder 2,5 raus. Was bedeutet das dann für ein T-Blei? Hier zu teilen 1/3 hoch minus 1 minus 1. Und das müssen wir dann einfach umstellen nach T-Blei. Ist dann 2,5 Pulsschläge, 3 minus 1 plus 3 Pulsschläge geteilt durch 3, und das ergibt 2,66 Pulsschläge. Auf keinen Fall hätten die damals 2,66 Pulsschläge messen können, aber das ist das Ergebnis. Gut. Also Sie sehen, die Klausur ist in der Regel so gestellt, dass alle damit dass man damit die 90 Minuten auch gut füllen kann. Bitte. Also wir haben ja bisher die Richardson-Extrapolation dafür verwendet, um Schätzungstabellen. Ja. Ja, das ist, also, ne, warum kommen wir auf die unendlich schwere Kugel? Weil wir sozusagen, also wir extrapolieren die Luftreibung raus. Ja? Also je schwerer die Kugel ist, desto weniger Anteil an der Reibung hat die Fallgeschwindigkeit hat die Masse. Ja, die würde für eine unendlich schwere Kugel, würde die rausgehen. Ja, deswegen muss ich jetzt sehen, wie verhält sich das Fallen einer Kugel asymptotisch, wenn ich weiß, wie das Fallen einer Kugel sich asymptotisch verhält, also mit welcher Ordnung die Reibung sozusagen, der Anteil der Reibung schwächer wird, dann kann ich extrapolieren mit der Richardson-Extrapolation zu einer Kugel, die unendlich schwer ist. Ja?
Und wenn ich dann weiß, wie es eine Kugel, die unendlich schwer ist, und ich weiß, wie eine Kugel, die endlich schwer ist, dann kann ich mit dieser Asymptote auch eine Kugel ausrechnen, auch die Fallzeit einer Kugel ausrechnen, die eine andere Masse hat als die, die ich hier beobachtet habe. Und das ist jetzt eben die Bleikugel gewesen. So, ich werde jetzt erstmal, Moment. Ach, kleinen